Moin Leute, willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video von mir und ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich habe heute realisiert, dass ich noch so gut wie gar nichts ready habe für Ciao und es ist ja nur noch eine Woche, bis der Release wird. Nächsten Mittwoch ist es soweit. Ich freue mich auch schon extrem auf diesen Tag, weil dieser Char einfach so gehypt ist, wird wahrscheinlich mega viel auf YouTube als auch auf Twitch abgehen. Ich werde streamen, ich glaube jeder da draußen wird irgendwie streamen und sein paar Puls raushauen für diesen Char. Ciao wird einfach kommen und ja, ich weiß, ich werde ihn zwar nicht mainen, aber dennoch muss ich ihn auf jeden Fall ausprobieren und ich sehe es schon kommen, bei Ganyu habe ich auch gesagt, ja, also Supporter habe ich auf jeden Fall mega Bock, sie zu spielen und auf einmal sitze ich da mit einer Ganyu, die ich main, die ich über alles liebe, die ja einfach eine sehr starke Charakterin ist, die ich auch gar nicht so als Support benutzen kann, von den Artefakten her, die ich für sie habe und so ist es gekommen, dass ich sie als Main DPS benutze und ich sehe es schon kommen, am Ende des Tages werde ich Chao auch schon als Main DPS benutzen, aber erstmal ist bei mir gerade Ganyu mit der Top Priority ganz oben und danach kommt ja Kilching am 17.02. Dennoch bin ich auch sehr hyped auf Chao und ja, Ich bin so weit, dass ich aktuell zwar sage, ich brauche ihn in keinem Team. Ich komme durch das Spiral Abyss mit 9 Sternen durch alle Floors im Elfen versucht. Das ist der Whale-Status, den ich aktuell habe. Und ich weiß aber, dass wenn ich ihn habe, ich ihn natürlich spielen werde. Nicht, dass ihr das jetzt in meinen Streams oder in meinen Videos falsch versteht, dass ich ihn jetzt nur coole, um ihn dann am Ende des Tages gar nicht zu benutzen. Ich möchte ihn natürlich, so wie ich jeden neuen Char eigentlich benutze, weil ich ein bisschen Abwechslung in diesem Game haben möchte, auch benutzen. Das finde ich einfach genial. Verschiedene Teamkompositionen so ein bisschen ausprobieren. Also dachte ich, dieses Video ist einmal an all diejenigen gerichtet, die planen, um Chao Banner zu pullen, die sich vielleicht überlegen, hey, ich möchte ihn haben und vielleicht habe ich ein bisschen Glück und kriege ihn, vielleicht habe ich Pech und kriege ihn nicht, aber euch so ein bisschen zu zeigen, was ihr euch jetzt schon holen könnt, damit ihr ihn am besten direkt auf Level 80 bringen könnt, am besten die richtigen Artefakte direkt für ihn habt, als auch vielleicht die richtige Waffe für ihn schon mal vorbereitet habt. Das sind so erste Informationen, die ich euch geben kann und geben möchte. Also, was ich dafür machen würde, ist als erstes zu sagen, was braucht ihr, um ihn aufzuleveln an Materialien. Es ist ja so, dass ihr immer, wenn ihr hier in den Aufstieg geht mit einem Helden, ihr irgendwelche Materials braucht, um euren Helden zu leveln. Und da ist unser Xiao natürlich nicht von ausgeschlossen und es wird vermutlich so sein, dass er bei den freilebenden Sachen, also bei den regionalen Belohnungen tatsächlich das gleiche benötigen wird, wie es auch schon Ganyu benötigt hat, also diese Ching Ching Blumen. Wenn ihr das Ganze haben wollt, ihr braucht ungefähr, ich glaube 108 Stück bis Level 80 und dann 167 Stück, wenn ich mich gerade nicht täusche, bis Level 90, dass ihr das schon mal im Hinterkopf behaltet. Ihr braucht sehr viel von diesen Blumen und falls ihr euch fragt, wo ihr die herkriegt, ich hole mir die besonders gerne hier oben auf den und dem Turm, wenn ich mich gerade nicht täusche, vielleicht sind es auch die drei. Hier oben gibt es auch welche, direkt hier beim Teleporter gibt es welche. Es gibt auch welche hier oben. Ihr könnt auch einfach eine interaktive Map benutzen oder ihr könnt tatsächlich 10 Stück davon am Tag kaufen. Das ist auch der Grund, warum ich das Video jetzt schon mache, damit ihr noch möglichst viel davon mitkriegt. Und die findet ihr hier im Laden, wo ihr auch Chi-Chi kennengelernt habt. Bedeutet hier in Liyue ganz oben quasi im Norden in diesem Hütchen. Ich bin dafür in den oberen Teleporter gegangen und habe mich hin teleportiert beziehungsweise bin dann hingeflogen natürlich von dort aus. Und wenn ihr dann hier auf den Einkauf geht, könnt ihr für gerade mal 6000 Gold, also das ist wirklich nicht viel, 10 Stück davon kaufen. Jeden Tag könntet ihr es theoretisch machen. Und falls ihr das im Hinterkopf behalten wollt, diesen Pferdeschwanz, wissen wir noch nicht, wofür der da ist, den könnt ihr euch theoretisch hier auch gönnen, wenn ihr darauf Bock habt. Und hey, die Lotusfrüchte, weil ich faul bin zum Farmen, nehme ich mir persönlich auch einfach auch mit direkt mit. Und Glasglöckchen ist mir wiederum zu teuer mit 1000, aber es ist jetzt auch nicht so teuer, falls ihr das gebrauchen würdet. Wichtig war mir, dass ihr hier die Blumen findet. Das zweite ist, dass ihr natürlich immer irgendein Monster-Material für den Boy braucht und das wird so sein, also wenn wir hier zum Beispiel auf die Ganyu gucken, die braucht jetzt hier diese Elementarnektar. Für unseren guten Chao wird es wahrscheinlich so sein, dass ihr hier diese Slimes braucht, also das Schleimkonzentrat. Meine Lieblingsfarming-Route für das Schleimkonzentrat, falls ihr euch daran auch interessiert seid, ist, dass ich mich von hier aus hochspawne. Dann sind hier oben ungefähr, glaube ich, welche, die könnt ihr ein bisschen töten und hier unten am Strand sind auch überall welche. Und rein theoretisch findet man ja allgemein sowieso super viele davon auf der Map. Ich glaube hier, wenn ihr euch hier hin spawnt, findet ihr auch direkt welche. Aber ich farm die hier am liebsten hier oben einfach ab, weil hier super viele am Strand sind. Hier sind auch ein paar Eisdinger, also hier werden wir auf jeden Fall genug finden, wenn ihr hier regelmäßig hinkommt zum Farmen. Ansonsten wissen wir, dass wir immer noch irgendwie was von den Anonymo bzw. überhaupt von den Hypostasen brauchen, von diesen Weekly Bossen. Das heißt, hier könnt ihr theoretisch euch auch schon mal die Anonymo-Dinger farmen. Ich glaube, ihr braucht hiervon, wenn ich mich gerade nicht täusche, ein, hiervon ungefähr 9 und hiervon auch 9. Und falls ihr auch auf Level 90 gehen wollt, braucht ihr hiervon ganze 6. Bedenkt, dass ihr mit 1.3 auch eine Tauschfunktion kriegen werdet. Bedeutet, wenn ihr andere Materialien habt, also zum Beispiel von der Blitzhypostase, könnt ihr es mit 1.3 auch einfach rübertauschen, wenn ihr die nötigen Materialien dafür habt. Das heißt, man
man muss das nicht mehr ganz so krass vorfarmen, auch wenn ich persönlich immer ein Freund davon bin, Sachen eher, ja, ich sag mal, vorzufarmen, als sie zu spät zu farmen. Das als kleiner Hinweis nebenher. Und es wird vermutlich auch so sein, dass ihr neues Material braucht zum Aufleveln eures Chars, da wir in dem Trailer für 1.3 einen neuen Char gesehen haben, beziehungsweise einen neuen Gegner gesehen haben, den man töten kann, den man jagen kann. Und vermutlich werden wir seine Materialien, die er droppen wird, auch direkt für Char brauchen, fürs Aufleveln. Das sehen wir dann aber spätestens zu 1.3 zum Release. Natürlich auch wichtig für viele von euch da draußen, welche Materialien braucht man für die Talentlevel. Da könnt ihr euch an Lingo anrichten, die braucht die Anleitung zum Wohlstand und das sind auch die, die Char brauchen wird. Von diesen Freestyle-Dingern braucht ihr, glaube ich, pro Talent theoretisch 20 Stück. Das heißt, wenn ihr alle Talente auf Level 6 bringen wollen würdet, bräuchte ihr direkt schon mal 60 von diesen Wohlstandsbüchern und natürlich auch wieder das Schleimkonzentrat von den Slimes, dass ihr das auch hier für die Talente ready habt. Und falls ihr danach noch weitergehen wollt auf 7, 8, 9, 10, braucht ihr natürlich auch viel mehr von den Wohlstandsbüchern. Aber das zu den Talenten. Bleiben noch Artefakte als auch Waffen zu klären für Char. Wenn ihr euch unsicher seid, farmt noch nicht zu viel vorweg, denn es kann theoretisch sein, dass sobald er released ist, wir ein paar mehr verschiedene Teamkompositionen sehen werden und ein paar verschiedene Möglichkeiten, ihn irgendwie zu bauen. Das, was die meisten jetzt aber so im Vorfeld über Char sagen, ist, dass wahrscheinlich so ein Vierer an Nemo-Set sich nicht bei ihm lohnen wird, da er keine großartigen Verwirbelungen raushauen wird. Das müssen wir aber bis 1.3 abwarten, bis wir ihn alle testen können, bis wir ihn einfach mal ausprobieren können, ob sich ein 2er Anemo oder ein 4er Anemo bei ihm lohnt. 2er Anemo wird sich auf jeden Fall bei ihm lohnen und da sagen die meisten, sie würden es aktuell einfach mit dem Gladiatoren-Set kombinieren, das ja nochmal 18% Wert auf ANG gibt, dann habt ihr 15% mehr Anemo-Schaden, 18% mehr ANG-Schaden und natürlich macht er nicht ganz so viel Verwirrung, denn während er seine Ult einsetzt, kann er keine anderen Chars mehr reinswitchen und ihr seid darauf gezwungen, mit ihm egoistisch auf dem Feld zu stehen und so viel Schaden mit ihm wie möglich rauszuhauen. Also habt ihr auch nicht so viele Elemente. Deswegen, man muss mal gucken, wie krass das wird, wie viel Verwirbelung am Ende man mit ihm macht oder ob es eher der pure Anemo-Damage ist, den man auf den Gegner draufhaut. Ich werde auf jeden Fall persönlich auf ein 2er Anemo und ein 2er Gladiatoren-Set gehen. Das ist das, womit ich erstmal fahren werde. Es gibt auch noch so ein paar andere Theorien, dass er natürlich einige Standardangriffe raushaut, dass man ihn vielleicht auf einen physischen Schaden bauen kann. Das, ja, ich, wie gesagt, müssen wir ausprobieren, wenn ihr euch unsicher seid. Aber ich denke, ihr könnt auf jeden Fall ein bisschen den Anemo dann schon mal vorfahren, bis ihr passende Artefakte für ihn habt. Was die Substats angeht, ist er natürlich ein typischer Damage-Dealer. Das heißt, kritischer Schaden, kritische Trefferchance, ANG prozentual sind natürlich Sachen, von denen er profitiert. Als auch eine Aufladerate, dass er seine Ult immer wieder ready hat, wenn ihr nicht das aus dem Team herausbringen könnt. Die hohe Elementarregeneration auf jeden Fall auch sehr wichtig. Und es ist bei ihm so, dass er mit dem Levelaufstieg selber die kritische Trefferchance als Stat erhöht. Also es ist ja so, dass ihr hier immer irgendeinen Bonus wegkriegt. Bei ihm ist es zum Beispiel Aufladerate und bei dem guten Char wird es halt die kritische Trefferchance sein. Das heißt, achtet eher darauf, dass ihr ein bisschen mehr kritischen Schaden kriegt als die kritische Trefferchance, da ihr davon selbst etwas dazu kriegt. Und wie gesagt, wenn ihr euch unsicher seid, lasst die Artefakte erstmal auf plus 0. Ihr habt ja keinen Druck, die direkt auf plus 20 zu bringen bis zum Char-Release. Guckt euch erstmal an, was andere beim Testen herausfinden, was gut ist, was schlecht ist und levelt dann erst eure Artefakte auf, damit ihr keine Ressourcen verschwendet. Wenn ihr euch schon sicher seid, ihr wollt auf 2 Anemo, ihr wollt auf 2 Geo gehen, könnt ihr den natürlich jetzt direkt schon aufleveln. Gerade das Gladiatoren-Set ist ja sehr vielseitig und kann auf sehr vielen anderen Chars auf jeden Fall angewendet werden. Bliebe zu guter Letzt noch die Waffe für Schau. Natürlich, es gibt immer eine 5-Star-Waffe, die sticht heraus. Das ist hier bei dem der Jadespeer. Wenn ihr den Jadespeer habt, habt ihr den besten Speer, den ihr für Schau haben könnt, der vermutlich auch in seinem Waffen-Rate-Up-Banner sein wird. Das müssen wir aber nochmal abwarten, bis das Ganze da ist. Aktuell wissen wir es natürlich noch nicht. Aber wie gesagt, der 5-Star-Jadespeer, wenn ihr ihn habt, dann habt ihr den besten Speer für Schau. Aber es gibt natürlich auch 4-Star-Alternativen. Die erste kostet euch leider ein bisschen Geld, und zwar den Battle Pass. Das wäre die Dual-Lanze, die gibt halt nochmal kritische Trefferchance, genauso wie es ja auch schon sein Level-Up bringt. Bedeutet, ihr müsst euch noch stärker darauf konzentrieren, irgendwie die kritischen Schaden zu boosten, wie nichts Gutes über die Artefakte, damit es sich noch lohnt. Ihr braucht dann quasi so gut wie gar keine kritische Trefferchance mehr irgendwie selbst zu generieren. Es gibt auch noch eine andere Waffe und die bringt den kritischen Schaden mit sich. Das ist die Schwarzstein-Lanze. Die findet ihr aktuell, auch wieder ein Grund, warum ich das Video jetzt schon mache, noch
beim Händler. Wenn ihr euch das Ganze jetzt nicht kauft, müsstet ihr theoretisch den nächsten, den März über abwarten, den ganzen Monat, und könnt euch die dann wohl im April wieder kaufen. Aber hier für 24 von dieser Währung könnt ihr euch die Waffe holen. Das habe ich gemacht. Die Waffe werde ich persönlich aufleveln für Schau. Und genau, ich würde aber auch hier genau das gleiche wie bei den Artefakten sagen. Wenn ihr euch unsicher seid, solltet ihr die Waffe leveln, ja oder nein? Wartet erstmal ab, bis Schau released ist. Wartet erstmal ab, bis sie ihn zieht. Natürlich, ihr müsst euch jetzt entscheiden, ob ihr sie beim Händler kauft. Ihr könnt sie auch auf anderen Speerträgern irgendwann anwenden, wenn ihr sie jetzt nicht unbedingt auf Schau anwenden wollt. Das kann man halt immer im Hinterkopf behalten. Aber was das Aufleveln von diesen Speeren angeht, würde ich einfach wieder warten bis zum Release. Lasst die Leute vergleichen. Es gibt genug Leute, die haben hier mehrere Waffen auf Level 80, können direkt den Damage Output miteinander vergleichen, die die verschiedenen Waffen machen. Denn es gibt ja auch, wie gesagt, einige, die sagen, man wird ihn vielleicht physisch spielen können, also vielleicht mit einer von dieser Waffe. Wie gesagt, ich glaube eher, dass das, was hier kritischen Schaden gibt, kritische Trefferchance oder der Jadespeer tatsächlich die besten Optionen sind. Aber lasst die Waffe einfach auf Level 1 und bereitet euch darauf vor, dass ihr eine Waffe möglichst schnell auf Level 90 bringen könntet. Dafür braucht ihr natürlich immer wieder das Gleiche. Und das ist das Material zum Verstärken von euren Waffen. Bedeutet, das ist hier dieses mystische Verstärkungserz, das ihr braucht, um eine Waffe hochzuleveln. Da ist es so, dass eine Waffe von Level 1 bis Level 90 bei den 4-Star Weapons, ich glaube, um die 270 Erz braucht, und bei den 5-Star Werfen ungefähr um die 370. Also wenn ihr den Jadespeer habt, bereitet euch darauf vor, dass ihr sehr viel von diesem Erz brauchen werdet, aber auch bei den ganzen 4-Star Weapons könnt ihr euch darauf vorbereiten, dass ihr viel von dem Verstärkungserz brauchen werdet, insgesamt 270. Ihr seht, ich bin nicht mal ready, und denkt dran, ihr könnt bei der Schmiede selber, wenn ihr hier zur Schmiede geht, nur 30 davon am Tag herstellen. Bedeutet, für so eine 5-Star Weapon braucht ihr ungefähr einen ganzen Monat nur aus der Schmiede, um eure Waffe auf Level 90 zu bringen. Von daher macht das auf jeden Fall jetzt, euch das Verstärkungserz schon mal herzustellen, dann für den Tag vom Shower Release, damit ihr die Waffe möglichst schnell hochpushen könnt und nicht erstmal warten müsst, jedes Mal dem Schmied auf den Daily Reset wieder genug Stärkungserz für den jeweils nächsten Tag zu haben, beziehungsweise für das nächste Level ab. Natürlich, es kommen auch ein paar Events mit 1.3, da wird man auch wieder Verstärkungserz kriegen, aber die Warnung ausgesprochen, ihr könnt euch hier nur 30 am Tag bei der Schmiede herstellen, und das war's, den Rest müsst ihr euch irgendwo anders holen. Das ist eigentlich alles, was ich zu Schau sagen kann. Ich hoffe, ihr seid gehypt auf diesen Schau. Ich hoffe, ihr seid gehypt auf den nächsten Mittwoch, auf den 3. Februar, dass ihr euch freut, was da kommen wird. Damit möchte ich mich auch bei euch verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Das war's von mir, euer Sonius94.